Ja, dann auch offiziell herzlich willkommen in der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen bei der nunmehr 61. Ausgabe unserer Reihe Projekte des Wandels und der heuer zweiten Veranstaltung im Auftrag von und in Kooperation mit Smart City Salzburg. Smart City Salzburg ist ein abteilungsübergreifendes Programm für Klimaschutz und Nachhaltigkeit in der Stadt. Es geht um Energiefragen, es geht um technische Fragen, es geht aber auch und das wird auch heute unter anderem Thema sein, auch um einen nachhaltigen Lebensstil. Ja. Mein Name ist Hans Holzinger und ich darf gemeinsam mit meiner Kollegin Carmen Bayer, die an der Technik sitzt, durch den Online-Abend führen. Worum geht es heute? Es geht um die zukunftsfähige Stadt. So wurde die Veranstaltung angekündigt. Es geht um internationale Ansätze zur Mobilität, öffentlichen Raum und lokaler Ökonomie. Das heißt, wie könnte eine Stadt der Zukunft aussehen? Und ich freue mich, dass wir hierfür mit Michael Koppatz einen ausgewiesenen Experten gewinnen konnten. Ich sage dann gleich mehr zu ihm. Also nun bitte ich aber Stadträtin Martina Berthold um einführende Worte. Martina Berthold ist eben zuständig für Hoch- und Tiefbau, unter anderem auch ein wichtiges Thema für Radwege und sie ist wesentlich verantwortlich auch für das Programm Smart City. Martina Berthold, bitte um die Einführung. Ja, danke mal für die einleitenden Worte, Hans Holzinger und alle, die das erste Mal dabei sind und alle, die schon mehrfach dabei waren, werden erkennen, dass das eine total tolle Veranstaltung wird, weil die Robert-Jung-Zukunftsbibliothek immer sehr, sehr für Qualität und für wirklich eine sehr, sehr hochkarätige Diskussion sorgt. Und dafür möchte ich mich im Vorfeld schon bedanken und die Latte ganz hoch legen. Ich freue mich sehr, dass der Herr Dr. Michael Koppatz heute bei uns ist und dass es online auch möglich ist, dass wir diese Veranstaltung machen. Und wir sind jetzt schon 61 Teilnehmer und Teilnehmerinnen und es werden sicher noch mehr. Und das zeigt, dass Herr Koppatz als Experte zieht und dass auch das Thema zieht. Ich bin in der Stadt Salzburg, in der Stadtregierung verantwortlich, eben wie Hans Holzinger schon gesagt hat, für den Bereich Smart City, für dieses abteilungsübergreifende Programm, das gemeinsam mit meiner Kollegin Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler ausgeführt wird. Ich bin aber auch für viele Bereiche, die heute wahrscheinlich auch zur Diskussion stehen, zuständig. Das heißt auch für den Straßenbau, für den Wegebau, für das Radfahren, für die Umsetzung der Mobilität. Für die Verkehrsplanung ist Kollegin Unterkofler zuständig. Auch für die Umsetzung von guten Klima- und Energielösungen im Bereich des Hochbaus. Und wir haben ja einen Smart City Masterplan mit 25 Zielen, wo wir uns als Stadt die Latte auch so gelegt haben, dass wir klimagerechte Umsetzungen machen. Das geht in den Bereich räumliche Energieplanung, in den Bereich kommunale Gebäude, Sanierung, in den Bereich der Energieaufbringung und Verteilung, in den Bereich der Mobilität, aber auch in den Lebensstil, wie Hans Holzinger schon auch gesagt hat. Auch das ist uns ein sehr, sehr wichtiges Anliegen. Ich freue mich sehr, wenn ich dann in die Diskussion auch die Projekte einbringen kann und das, was in der Stadt Salzburg schon gemacht wird, aber auch kritisch darauf hinschauen kann, wo wir noch zu langsam sind, wo wir stecken bleiben. Denn das, was Herr Koppatz auch in seinen Publikationen schon auch gezeigt hat, es ist auch die Verantwortung der Politik, hier die Rahmenbedingungen zu setzen, die klaren Entscheidungen auch zu treffen und in der intensiven Beteiligung mit den Menschen in Städten, in Gemeinden zu arbeiten und sie auch zu begleiten und zu motivieren, und die Möglichkeiten zu bieten, auch anders zu leben, Mobilität anders zu leben und sie dabei zu unterstützen, dass auch die Häuser gut gedämmt werden und, und. Also wir haben einen Strauß an Themen in unserer Verantwortung und das geht nicht alleine, sondern das geht nur mit den Menschen und mit der Expertenschaft, und das ist ganz gut und wichtig auch, die Impulse sich zu holen. Und ich freue mich sehr und bin schon gespannt auf die nächsten 45 Minuten. Gut, danke Martina Berthold für die einführenden Worte und natürlich auch für das Lob an die Robert-Jung-Bibliothek. Das freut immer. Zum Ablauf. Wir hören ein gut 45-minütiges Referat unseres Experten und anschließend fragen wir eben die Stadträtin, was sie von dem Gehörten und Gesehenen hält und was davon für die Stadt Salzburg interessant sein könnte. Natürlich auch, was die Stadt Salzburg dazu plant. So, nun ein paar Worte eben zu Dr. Michael Koppatz. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des renommierten Wuppertal-Institutes und
Er hat unter anderem eines der wichtigsten Bücher damals als Projektleiter geleitet, nämlich das zukunftsfähige Deutschland in einer globalisierten Welt. Ich kann mich erinnern, war eines der wichtigsten Bücher in der Anfangszeit der Nachhaltigkeitsdebatte. Er hat dann auch eine Studie gemacht über das zukunftsfähiges Hamburg. Und seine Arbeitsschwerpunkte sind eben Energiewende, auch in Verbindung mit sozialen Fragen, Armutshaushalte, kommunaler Klimaschutz, Energiesuffizienz und die Ausgestaltung einer nachhaltigen Wirtschaft. Ja. Er hat unter anderem, und das ist sein letztes Buch, Wirtschaft ist mehr, den Begriff Wirtschaftsförderung 4.0 geprägt, und da wird er auch noch darauf eingehen. Ja. Michael Koppertz ist Begründer eines wichtigen Begriffs, nämlich der Ökoroutine, und hat in einem gleichnamigen Buch erklärt, was das ist. Und auch in seinem zweiten Buch Schluss mit der Ökomoral, hier sieht man es gespiegelt, geht es auch wieder um die Frage, aber wie wir zu einem anderen Verhalten kommen und was es dafür braucht. Aber der Referent kann das viel besser erklären als ich. Ja, lieber Michael Koppertz, wir freuen uns, dass du hier bist und sind gespannt auf die Ausführungen. Ja, also schönen guten Abend zusammen. Ich muss gerade hier mal den Start finden. So. Präsentationsmodus brauchen wir noch. Ja, jetzt funktioniert's. Okay. Also ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es ist schön, mal wieder in Salzburg zu sein. Und ich grüße alle ganz herzlich in diesen schweren Zeiten. Ja, ich habe drei Bücher geschrieben, die wurden komplementierenderweise gerade schon vorgestellt. Auf alle soll ich heute eingehen, und ich habe mir jetzt so eine Mischung überlegt. Das grüne Buch übrigens, das sind Kurzgeschichten zum Konzept der Ökoroutine. Das ist also im Prinzip die gleiche Geschichte, nur anders erzählt, mit Geschichten aus dem Leben, um nochmal eine andere Zielgruppe zu erreichen. Ja, und womit sich die Ökoroutine sehr stark befasst, ist, dass wir auf der einen Seite das Richtige wollen und uns auf der anderen Seite es unheimlich schwerfällt, das Richtige zu tun. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht. Den Klimaschutz finden 90% der Bürgerinnen wahnsinnig wichtig. Das ist ein Artikel oder ein Spiegeltitel vom Jahr 1986. Da ging es bei mir los mit dem Thema Klimaschutz, dass mich das interessiert hat und dass ich mich dafür engagiert habe. Und ja, das Bewusstsein ist da, aber die Realität sieht dann eher so aus, das ist das, was wir tun. Und unsere Flugtätigkeit auf den Flughäfen, dann im Sommer sieht man ganz gut, wie gut es uns gelingt, das zu tun, was wir für richtig halten. In Deutschland sieht das ähnlich aus, der Flugverkehr hat ständig zugenommen. Die Menschen finden den Handel mit fairen Produkten sehr, sehr wichtig. 90% der Bürgerinnen finden das wichtig, aber die Realität sieht eher so aus, dass die Menschen dann Ex- und Hop-Textilien kaufen und eben nicht darauf achten, auf fairen Handel. 80% der Bürgerinnen wünschen sich weniger Autos in der Stadt. Das gilt bestimmt auch für die Salzburgerinnen. Aber irgendwie ist dann offenbar doch keiner bereit, den Wagen stehen zu lassen. Ganz im Gegenteil. Auch in Österreich hat die Zahl der Pkw ständig zugenommen. Ja, trotz allen Klimaschutzdebatten, trotz den Diskussionen über Verkehrs- und Mobilitätswende, trotz der zunehmenden Zahl von Radfahrern. Bei uns ähnliches Drama, ständige Expansion, es wird immer mehr. Wir sind also weit weg vom Weniger. Wir kriegen es noch nicht mal hin, dass wir sagen, bis hierhin ist es genug. 90% der Bürgerinnen finden artgerechte Tierhaltung sehr wichtig, sind dazu bereit, mehr Geld auszugeben, deutlich mehr Geld, zeigen viele Befragungen. Aber in Deutschland liegt der Marktanteil für Biofleisch bei vielleicht 2-3%. Ja, also die Menschen tun nicht das, was sie für richtig halten. Es sieht bei uns eher so aus, dass die Leute hier 350 Millionen für Biofleisch ausgeben und über 1,2 Milliarden für Grillgeräte. Das ist ein interessantes Paradox. Es ist eher so, dass die Menschen für 600 Euro einen Grill kaufen und dann das billige Fleisch draufschmeißen. Was
Warum tun wir denn nicht das, was wir für richtig halten? Dafür gibt es viele Gründe, die ich auch in der Ökoroutine beschreibe, auf die ich hier nicht alle eingehen kann. Aber eines ganz unten rechts ist das Thema Gier und Neid, dass wir also immer mehr haben wollen. Und ein Beispiel, wo sich das dann niederschlägt, ist, dass wir immer mehr Wohnfläche in Anspruch nehmen. Und weil die Wohnungen ständig zunehmen, obwohl die Bevölkerung gar nicht zunimmt, also wir bauen in Deutschland hier ungefähr jedes Jahr 300.000 neue Wohnungen, ja, jedes Jahr, also ganz viel Energie steckt da drin, ganz viel Klimagase für eine Bevölkerung, die gar nicht gewachsen ist. Und das führt dazu, dass mehr Wohnfläche beheizt werden muss und dass die Gebäudesanierung, also das, was man bisher gemacht hat an Effizienz in Gebäuden und auch beim Neubau, nur dazu führt, dass der Wärmebedarf nicht weiter gestiegen ist. Aber wo wir hin müssen, ist eigentlich, dass es deutlich weniger wird. Und ich sage mal mit dem weniger, da tun wir uns ganz schön schwer. Das gesamte Wirtschaftssystem tut sich mit dem weniger schwer, schon mit dem es bei dem gegenwärtigen Niveau zu belassen. Kühlschränke sind mittlerweile so groß wie mein Kleiderschrank. Auch ein Beispiel für Dinge, die immer größer werden. Und ein ganz klassisches, drastisches Beispiel finden wir bei PKWs, die auch immer größer geworden sind, wie hier 2,5 Tonnen Material, um in der Regel nur einen Menschen zu transportieren. Dieses Bild oder das folgende zeige ich schon bei vielen, zeige ich es seit vielen Jahren, weil da hat mal jemand auf so einen Wagen draufgeklebt, eine Penisverlängerung wäre klimafreundlicher als dieses Angeberauto. Das fand ich damals sehr witzig und finde ich immer noch irgendwie witzig, dass hier jemand die Zivilcourage besessen hat und gesagt hat, es ist nicht okay. Ja, und das ist ja kein Bashing. So denken ja viele, die armen SUV-Fahrer. Also ich sag mal, wenn den Leuten der Klimaschutz wichtig wäre, so wie sie bei Umfragen sagen, dann würden sie ja solche Fahrzeuge nicht kaufen. Also gerade die SUV stehen quasi symbolisch für unsere permanente Expansion, für die permanente Ausweitung, dass alles immer mehr größer, komfortabler, luxuriöser wird. Und das ist eigentlich das größte Problem beim Klimaschutz überhaupt. Jetzt kann man sich fragen, geht da noch mehr? Es gibt ja ganz viele Dinge, also Luxusgüter, die wir momentan noch gar nicht im Kopf haben. Ja, sicher. Ja, ich habe mal ein paar drastische Beispiele mitgebracht. Raumfahrttourismus. Das ist jetzt nicht etwas für jedermann, aber es wird viele geben, die das machen können. Es gibt ja immer mehr Millionäre und Milliardäre. Hyperloop ist auch so ein Ding, was sofort gemacht werden würde, wenn es bezahlbar wäre, durch ganz Amerika in Minuten. Und das Flugtaxi, das ist relativ kurz davor, dass es kommt. Es gibt schon viele Anfragen in den Städten für Landeplätze. Also es sind ganz konkrete Planungen, die laufen. Bei uns wird auch das Recht, das Flugrecht geändert, damit Flugtaxis möglich werden. Und jetzt kann man sagen, ja, wo ist denn jetzt das Problem, wenn die jetzt mit erneuerbaren Energien betrieben werden? Ein Problem ist, dass Flugtaxis zu Beschleunigung führen. Und Beschleunigung führt immer zu mehr Verkehr. Und das ist offenbar vielen Verkehrspolitikern nicht klar oder sie verdrängen diesen Fakt. Wir sind heute genauso lange unterwegs wie zur Zeit der Postkutsche. Die Menschen investieren ungefähr 80 Minuten pro Tag in Mobilität. Und das haben wir vor 100 Jahren schon genauso gemacht. Das ist auch noch, ist es in Amerika so, in Spanien so, selbst die Wasserträger in Afrika investiert ähnlich viel Zeit wie wir in Mobilität. Was sich geändert hat, sind die Distanzen, die wir zurücklegen können. Und deswegen führt auch jede weitere Straße, jede weitere Umgehungsstraße oder Umfahrungsstraße, ich weiß nicht, wie man das bei euch nennt, beschönigend, die dazu führt, dass man schneller von A nach B kommt, führt insgesamt dazu, dass die Pendeldistanzen sich zum Beispiel verlängern. Und das ist das Kernproblem, weshalb mehr Straßen immer zu mehr Verkehr führen. Und deswegen sind mehr Straßen im Grunde auch verfassungswidrig, weil sie die Freiheitsrechte der nächsten Generation einschränken. Das ist mit Klimaschutz nicht vereinbar. Ich komme gleich nochmal darauf zu sprechen. Und jetzt komme ich schon mehr zum Thema Wirtschaft. Eine zentrale Frage, um die sich alles kreist, ist das Wachstum. Muss alles immer mehr werden? Und es ist gar nicht die entscheidende Frage, ob die Wirtschaft wächst.
Aber in Anbetracht der globalen Erwärmung und der Probleme, die auf uns zukommen, die sind offenbar sehr stark verbunden mit der Wachstumsthematik. Es gibt immer mehr Dürrekatastrophen, Hunger, ich will das gar nicht aufführen, aber auch immer mehr Starkregenereignisse, Überschwemmungskatastrophen, wie jetzt in diesem Sommer in Ahrweiler, wo 130 Menschen hier gestorben sind, ja, in einem hochindustrialisierten Land. Um diese Kosten dieses Ereignisses zu kompensieren, werden ungefähr 30 Milliarden Euro veranschlagt. Also Klimaschutz, beim Klimaschutz sich nicht zu engagieren, kostet richtig viel Geld und es ist viel teurer, als hinterher die Folgen zu beseitigen. Jetzt ist die Klimaschutzpolitik in Deutschland schon lange ein Thema und man sieht hier auch eine vorzeigbare Bilanz, dass CO2 immer weniger wurde. Aber in den letzten Jahren hat man gemerkt, es wird eng. Ja, CO2 geht nicht zurück. Und das liegt auch daran, weil man die leichten Sachen schon gemacht hat und jetzt wird es immer ein bisschen schwieriger. Und jetzt hat ja uns die Pandemie hat uns nochmal dabei geholfen, dass Deutschland sein CO2-Minderungsziel erreicht hat für 2020. Aber 2021 liegen wir schon wieder drüber. In Österreich sieht es ja doch noch viel schlimmer aus, muss man sagen. Hier sind die CO2-Emissionen ja überhaupt gar nicht zurückgegangen. Also auch nicht über die letzten 10 Jahre. Und darüber können wir vielleicht gleich nochmal dann diskutieren, wie ihr das erklärt, dass hier ja kein Fortschritt zu verzeichnen ist. Das Ziel ist ja, dass wir im Schnitt 1,5 Tonnen CO2 emittieren. Also jeder von uns, jeder Chinese, jeder Amerikaner. Und die Deutschen liegen gerade bei 10 Tonnen, die Chinesen ungefähr bei 8 Tonnen, die Österreicher liegen, weiß ich nicht, je nach welcher Zählung, 6 Tonnen oder 8 Tonnen oder 10 Tonnen. Aber das Entscheidende ist, man kann eben nicht sagen, die Chinesen emittieren ja so viel CO2, die sind ja das Problem und Deutschland hat ja nur 2% der weltweiten CO2-Emissionen und Österreicher nur 0,0, was weiß ich, Prozent der weltweiten CO2-Emissionen. Denn das Versprechen von Paris war ja, wir reduzieren alle auf 1,5 Tonnen. Es kann sich keiner verstecken. Ja? Und deswegen muss sich jedes Land genau mit dieser Frage befassen. Wie erreichen wir dieses Ziel? Und das nur zur chinesischen, die Chinesen sind schuld. Man kann hier sehr gut sehen, dass die Chinesen auch natürlich jetzt sehr viel CO2 emittieren, aber sie haben sehr spät damit angefangen. Schuld an dem ganzen Problem sind natürlich wir, die hochindustrialisierten Länder. Und nunmehr müssen sich alle anstrengen. Ja, früher sah es in Peking oft so aus, in vielen chinesischen und asiatischen Städten, teilweise auch in deutschen. Und heute sieht es halt so aus. Ja, und genau das ist die entscheidende Wachstumsproblematik, die wir haben. Es geht also nicht darum, dass Dinge wachsen, ja, sondern was wächst. Wir müssen uns mit der Frage auseinandersetzen, was kommt, also was muss wachsen, wie zum Beispiel Holzbauweise, Photovoltaik, Windkraftanlage. Das sind alles Dinge, die müssen sogar wachsen. Manche Dinge können bleiben, ja, die können stagnieren und manche Dinge müssen vergehen, wie zum Beispiel die Kohleverstromung oder die Zement- und Betonbauweise. Jetzt kann man sich so als Ökonom fragen, ja, was ist denn das Ziel allen Wirtschaftens? Und da steht in allen ökonomischen Lehrbüchern, Ziel des Wirtschaftens ist, dass es den Menschen gut geht. Ist ja auch einleuchtend. Wenn man nun in die verschiedenen, da gibt es ja regaleweise Glücksanleitungen, da steht eigentlich überall das Gleiche drin. Man soll mehr in Erlebnisse investieren, statt in materielle Güter, soziale Netzwerke, Kultur, Sport. Also es sind meist im Kern immaterielle Dinge. Wenn die materiellen Dinge im Kern befriedigt sind, immaterielle Sachen, die unser Glück und unsere Zufriedenheit ausmachen. Diese Künstlerin Kenny Chang hat mal ein Projekt gemacht, wo sie ganz viele Zeilen angefangen hat. Before I die, I want to. Bevor ich sterbe, möchte ich Trompete spielen gelernt haben, haben die Leute darauf geschrieben. Möchte ich 4 Kinder gekriegt haben? Möchte ich viele Freunde gewonnen haben? Möchte ich einmal in Australien gewesen sein? Viele Wünsche standen da drauf, aber kein einziger hat drauf geschrieben, bevor ich sterbe, möchte ich ein neues iPhone haben. Und diese Grafik gibt es hier auch genauso für Österreich, die das sogenannte Wohlbefinden der Menschen.
Und zwar wird das erhoben seit Jahrzehnten, wie glücklich bist du auf einer Skala von 1 bis 10? Und da kann man nun mal nicht mehr ankreuzen als 10. Man kann nicht glücklicher sein als glücklich. Glück ist nicht beliebig steigerungsfähig, im Gegensatz zum materiellen Wohlstand. Wir sind seit den 80er Jahren dreimal, viermal so wohlhabend, können dreimal so weit verreisen, können uns dreimal so viele Dinge kaufen, aber glücklicher hat uns das nicht gemacht. Und deswegen kann man sich natürlich mal die Frage stellen, warum machen wir das eigentlich? Warum schuften wir, um zu shoppen? Warum tun wir uns den ganzen Wahnsinn eigentlich an? Und dafür gibt es natürlich Gründe. Einer ist die Werbeindustrie. Bei uns werden 34 Milliarden Euro jedes Jahr ausgegeben von der deutschen Industrie, damit wir Dinge kaufen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Ja, Werbung macht etwas mit uns. Darauf kann ich nicht weiter eingehen. Zum Thema Werbung gäbe es viel zu sagen. Jetzt noch weiter zum Thema Wirtschaft. Es geht ja hier bei diesem Ding, ich sage mal, Auslöser war ein Stück weit die Wachstumsfrage, wo wir uns gefragt haben, was heißt es eigentlich, wenn man versucht, als Stadt, also in Salzburg, weniger abhängig vom Wachstum zu sein oder von der globalen, vom globalen Markt. Also globaler Markt ist gar nicht schlecht, das ist eine sehr gute Sache. Aber was heißt das eigentlich, wenn wir stärker mal unsere Fähigkeiten hier betonen und pushen? Und dazu muss man gerade mit Wirtschaftsförderern erstmal eine grundsätzliche Sache klären. Wenn ich bei meinem Nachbarn den Rasen mähe und er gibt mir als Dankeschön einen Korb Äpfel über den Zaun, dann hat hier ein Wirtschaftsprozess stattgefunden, nämlich Ware gegen Dienstleistung. Ja? Hier ist kein Geld geflossen und trotzdem Wirtschaft stattgefunden. Das ist also ein großer Irrglaube, dass Wirtschaft immer erst stattfindet, wenn Geld fließt. Die Hälfte aller geleisteten Arbeit, das wird in Österreich ähnlich sein, wird nicht bezahlt. Viel ehrenamtliche Arbeit, Bürgerengagement, Sorgearbeit, all das ist essentiell für unsere Gesellschaft, für unsere Wirtschaft und sollte deswegen, wenn man ganzheitlich denkt, auch als Wirtschaftsprozess betrachtet werden. Und deswegen, also mir ist klar geworden, dass die Wirtschaftsförderer bisher im Grunde eine reine Unternehmensförderung betrieben haben. Und was wir brauchen, ist eine Wirtschaftsförderung, also dass wir die Wirtschaft als Ganzes betrachten, alle Faktoren, die dafür relevant sind. Und das ist hier mit dieser Karte abgebildet, die sich auch in dem Buch findet. Das Buch Wirtschaft ist mehr gibt es übrigens kostenlos als PDF zum Download beim Ökom Verlag. Das ist auch deswegen der Fall so gemacht worden, damit sich die Grundidee stärker verbreitet. Wir haben hier verschiedene Geschäftsfelder mit verschiedenen Geschäftsmodellen, das haben wir extra so genannt, damit das auch einmal die Wirtschaftsförderer, die klassischen, die Ökonomen sich dadurch angesprochen fühlen, weil zunächst einmal belächeln die eher unser Konzept, weil sie sagen, ach Gott, das ist alles so niedlich, das ist ja gar nicht, hat ja gar nichts mit dem zu tun, was wir hier so machen. Wir wollen neue Gewerbegebiete ausweisen und Gewerbeunternehmen, also Unternehmen ansiedeln und wir sagen halt, Wirtschaft ist viel mehr. Naja, und ich sag mal, als ich das der Bürgermeisterin in Witten vorgestellt habe, da meinte sie, ja, das haben wir doch bei uns auch alles. Und dann meinte, ja, das ist ganz richtig. Es gibt ganz viele von diesen Dingen, auch in Salzburg, aber ihr guckt nur zu. Diese ganzen Initiativen, diese kleinen Unternehmen, die machen alle vor sich hin, aber die kriegen von euch keine Unterstützung. Ihr kümmert euch nur um die Großen. Und in Osnabrück hat man mal genau das gemacht. Da hat man mal geguckt, was haben wir denn hier eigentlich da? Das hat die Christine Rothaar dann auch mit so einer Mindmap dargestellt. Was haben wir da? Und dann hat sie mit diesen Initiativen Gespräche geführt und gesagt, sag mal, was können wir für euch machen? Was können wir für euch tun? Und dann kommt man in ganz andere, also oder in neue Kooperationsformen. Weil diese Initiativen, die hier aufgeführt sind, die sind jetzt im Detail nicht relevant, die hätten, wären nie auf die Idee gekommen, die Wirtschaftsförderung anzusprechen, ob sie die unterstützen können. Der erste Bereich, den ich hier drin habe, ist die Sharing Economy. Ein Beispiel ist ja das Carsharing. Das war früher, sieht man hier auch ein bisschen an dem Bild unten links, das war eine kleine niedliche Sache von mit Vereinen, die das ehrenamtlich gemacht haben. Und meistens ist es, ja, ich sag mal, bei mir war es so, ich war das 120. Mitglied. 10 Jahre später waren es immer noch 120 Mitglieder. Der Verein, das Carsharing, ist nicht gewachsen. Und das liegt sehr stark daran, dass die ehrenamtliche
das ehrenamtliche Engagement kommt schnell an Kapazitätsgrenzen. Es war noch nicht mal Werbung für das Carsharing auf den Fahrzeugen. Und dann sind in Osnabrück die Stadtwerke eingestiegen, ein kommunales Unternehmen, das zu 100% noch der Stadt gehört, und haben die Hälfte des Vereins übernommen und die ganze Sache professionalisiert. Und 2 Jahre später waren schon 2.500 Mitglieder, weil einfach viel Geld im Marketing, in Werbung geflossen ist, weil Fahrzeuge bereitgestellt wurden an Standorte, einfach um das mal auszuprobieren, und das ganze Management professionalisiert wurde. Und das finde ich ganz faszinierend, dass man also aus vielen Dingen, die in der Nische sind, kann etwas Großes und Bedeutsames werden, wie dieses Beispiel Uber und Airbnb zeigt. Ja, das war auch etwas Kleines, ja, und ist auch Sharing. Leider ist das jetzt nicht mehr so beliebt, aber man merkt, das Sharing hat im Prinzip riesige Potenziale. Eine Botschaft von mir heute Abend hier lautet: Es geht darum, bei solchen Initiativen oder bei solchen Nischen zu professionalisieren, ohne zu kommerzialisieren. Also, dass man die Sache nicht einfach jetzt an Investoren vergibt. Also, ich würde mir immer wünschen, dass möglichst viel der Rendite in der Stadt bleibt. Social Business oder Sozialunternehmen ist ein anderes Geschäftsfeld. Hier haben wir die Heilpädagogische Hilfe in Osnabrück. Und da hatte ich so ein Aha-Erlebnis, weil ich festgestellt habe, wir haben 1.500 Beschäftigte. Ja, es gibt ja in allen Städten so Werkstätten oder so, wo Menschen mit Beeinträchtigungen arbeiten. Und das ist ein richtig großer Arbeitgeber. Genauso wie bei uns das Diakonische Werk. Ja, die Diakonie Osnabrück hat auch 1.300 Beschäftigte und ist für die Wirtschaft oder für die Wirtschaftspolitik in der Stadt überhaupt nicht relevant. Die werden nie gefragt, wie geht's euch, was können wir für euch tun, damit es noch besser läuft. Da wendet man sich immer, man denkt immer nur an die großen Unternehmen. Auch wie diese hier, diese Recyclingbörse, 120 Beschäftigte immerhin, tun ökologisch etwas sehr Sinnvolles, werden aber weitestgehend ignoriert. Ich habe mal meinen Rasierer, Langhaarrasierer, selber repariert. Da musste ich diese Batterie austauschen, das war eigentlich gar nicht schwer. Aber diesen Lötzinn, den habe ich nicht losbekommen. Und dann habe ich meinen Vater gefragt, der hat mir geholfen, der ist Elektriker. Was hätte ich jetzt gemacht, wenn ich meinen Vater nicht gehabt hätte? Da hätte ich in ein Repair-Café gehen müssen oder können. Ja. Erste Voraussetzung ist, dass ich überhaupt weiß, was ein Repair-Café ist. Ich würde mal annehmen, dass 70% der Bürgerinnen noch nie davon gehört haben. Aber selbst wenn ich es weiß, stelle ich nach einer Recherche fest, okay, da gibt es eines, das hat 2 Stunden im Monat auf. Ja. Also, absolute Nische. Was mir vorschwebt, also das haben wir dann auch in Osnabrück gemacht, wir haben die Initiativen angesprochen, was können wir tun, damit es besser läuft? Etwa für ein Ladengeschäft, damit das präsenter wird, damit es sichtbarer wird, durch Vernetzung mit Internet und viel mehr. Und wenn man wissen will, wie etwas so in der Nische groß und bedeutsam werden kann, dann muss man nur nach Wien gucken mit dem Reparaturnetzwerk. Das ist nicht mehr die Nische, das ist sehr professionell aufgezogen, auch mit dem professionellen Handwerk. Und was wir auch festgestellt haben und auch gemacht haben, und da ist auch das Handwerk dann hellhörig geworden, Repair-Cafés in Schulen durchzuführen, um junge Leute zu gewinnen für die Ausbildung. Und dann an diesem Beispiel merkt man, dass es immer wieder auch Schnittstellen dann gibt zwischen solchen Nischen oder ehemaligen Nischen und dann der klassischen Wirtschaft und den klassischen Unternehmen, wie wir sie kennen. Aber man muss halt erstmal ins Gespräch kommen mit diesen Initiativen. Anderes beim Thema Finanzwirtschaft auf der Ebene Salzburg, das Beispiel Regionalwert AG aus Freiburg. Ich weiß nicht, ob es das in Salzburg mittlerweile auch gibt, nicht, dass also die Bürgerinnen und Bürger Anteilseigner werden der Höfe und teilweise auch der Wertschöpfungsketten, also der Verarbeitung dieser Produkte und damit auch in gewisser Maßen die Produktion lokalisieren. Gibt es mittlerweile in vielen Städten und vielen Standorten, aber halt oftmals auch nicht. Also in Osnabrück zum Beispiel gab es das nicht. Und hier war jetzt denn die Wirtschaftsförderung 4.0, nicht, die haben das initiiert. Jetzt kommt es, aber der Impuls kam von der Wirtschaftsförderung. Es muss ja nicht alles von unten kommen, aus dem Engagement der Leute, das ist schön, aber es kann ja auch von der Wirtschaftsförderung kommen, der Impuls. Nur der Impuls. Man muss nicht ständig dranbleiben. Auch das Thema solidarische Landwirtschaft, das ist absolute Nische, gibt es überall in der Nische.
Mein Bruder würde sofort mitmachen, wenn ihm eine Kiste vor die Tür gestellt würde, jede Woche, und er damit sonst nichts zu tun hat. Wenn er aber selber dahin fahren muss und auch noch gefragt wird, wenn er das Fleisch bezahlen will, ja, zahl so viel, wie es dir wert ist. Mit sowas kann er überhaupt gar nichts anfangen. Ja. Der will eine klare Ansage haben, das soll einfach funktionieren. Und nach meiner Einschätzung, dass eine solidarische Landwirtschaft heißt ja nichts anderes, dass die Bürgerinnen und Bürger einen Anteil der Ernte abkaufen. Ja. Das ist wie ein Derivat, ein ganz klassischer Wirtschaftsprozess eigentlich. Und der Landwirt verkauft quasi im Vorhinein seine Ernte, egal wie gut sie ausgeht. Insofern halt auch solidarisch, dass man, ob es gut oder schlecht geht, man steht halt parat als Kunde. Man könnte also in Salzburg einen ganz großen Teil der Bürgerinnen und Bürger in dieser Form mit der Landwirtschaft aus der Region versorgen, wenn man wenn mehr Leute mitmachen würden. Und diese Potenziale, die sind noch völlig, sind überhaupt noch nicht gehoben. Anderes Stichwort: Gutscheinsystem, Einkaufsgutscheine. Das kam jetzt viel in der Covid-Krise, um den Einzelhandel zu unterstützen. Also ein Gutschein, mit dem man in allen Geschäften in der Stadt einkaufen kann. Das haben jetzt einige Städte gemacht, teilweise auch subventioniert. Also ich sage mal 100 Euro Gutschein. Und man musste aber nur 90 Euro dafür zahlen. Und die fehlenden 10 Euro haben die Händler und die Stadt sich geteilt. Das würde ich rein digital machen. Und das kann man dann modulieren. Wenn die Krise vorbei ist, kann man den Zuschuss auf 3 Euro beschränken. Aber wir müssen halt systematisch nach Triggerpunkten suchen, um die Leute zu motivieren, vor Ort einzukaufen. Ich komme gleich nochmal drauf. Local Business. Also das ist dann schon eher das Klassische, die klassischen Unternehmen. Und diese Anzeige, die kommt aus Österreich, die ist schon über 20 Jahre alt. Die hat Ernst-Ulrich von Weizsäcker damals mal mitgebracht. Wer die Nahversorgung sichert, erntet Arbeitsplätze. Weil die Österreicher sind bei diesem Thema Nahversorgung einfach viel weiter als gerade die Norddeutschen. Ja, da gibt es überhaupt gar kein Bewusstsein dafür, dass man vor Ort einkauft und damit auch irgendwie die Händler vor Ort unterstützt. Und ich glaube, das ist in Österreich viel stärker. Und ich vermute auch in Salzburg. Immer mal wieder, dass die Inhaber aufgeben, beispielsweise, weil sie in Rente gehen. Und wenn sich dann nicht sofort ein Nachfolger findet, dann wird der Laden zugemacht. Ja? Und die Leute stehen dann da und müssen für jede Tüte Milch mit dem Auto fahren. Und hier braucht es einen Akteur, und nach meiner Einschätzung kann das die Wirtschaftsförderung sein, die versucht, einen Nachfolger zu finden, der die Recruiting macht oder einen Headhunter einschaltet, um solche Stellen zu besetzen. Das kann man auch für Schlachtereien machen. Und das gibt es teilweise auch, ja? dass die Stadt nach einem Nachfolger gesucht hat für die Schlachterei, wo der Schlachter aufgeben wollte. Einfach, weil er in Rente gegangen ist. Und wenn man dann mit solchen ins Gespräch kommt, der ist zum Beispiel recht fit, aber hat eine ziemlich, sag ich mal, die Website ist nicht der Hammer und Social Media bespielt er gar nicht. Ja, da könnt ihr Unterstützung gebrauchen, also mit einem professionellen Kommunikationskonzept. Da kann man alleine Leute engagieren, die kleine Unternehmen, also Mini-Unternehmen, bei solchen Sachen unterstützen. Naja, und einmal ein Landrat hat mir neulich erzählt, wie ihm der Schlachter erzählt hat, ja, allein die Schaugebühr beim Gesundheitsamt ist so teuer. Ja. Jetzt erlassen die ihm die Schaugebühr und die kleinen Schlachter kriegen jetzt auch die Betäubungszange gestellt. Und das sind dann so Unterstützungsformen, auf die man erstmal nicht kommt, also auf die kommt man nicht, wenn man nicht Gespräche führt. Und wenn man immer nur auf die großen Unternehmen guckt. Das ist mein Lieblingsladen in Osnabrück, Werkzeug Heufeld. Das ist, ich sag mal, der kleinste Baumarkt der Welt. Da kriegt man, was man braucht, kriegt man da. Und alle finden, dass das toll ist, dass es diesen Laden gibt, weil man in der Nähe, dann kriegt man da Schrauben und solche Sachen, ja, und ein Kehrblech und ein Besen. Und das Problem ist, den wird es nicht mehr lange geben, wenn die Leute dort nicht einkaufen. Ja. Und dafür muss man halt das Bewusstsein schaffen, die Sensibilisierung, dass die Menschen mit jedem Einkauf auch die Strukturen der Nahversorgung und die Vielfalt erhalten. Das ist ein Konzept von einem Baumarkt, der auch jetzt in die Zentren zurück, also eine Kette, die zurück will in die Zentren, weil die auch festgestellt haben, wenn die Leute im Baumarkt einkaufen, dann kaufen sie eigentlich zu 80% Sachen, die auch in so einem kleinen Laden unterzubringen sind. Ja, Regionalläden sind Angebotsplattformen, wo man halt zeigen kann, was man hat als Region, was es alles in der Region gibt. Da komme ich gleich nochmal drauf.
Eine wichtige Botschaft von mir lautet Citizen Value statt Shareholder Value. Also ich bin ja so neidisch auf die Wiener, dass die ihre Wohnungsgesellschaften nicht verkauft haben damals. Ja, damit, also alle in Deutschland reden von Salzburg und Wien und den Wohnungsgesellschaften und dass man halt nicht diese Unternehmen einfach verkauft hat, Investoren. Jetzt will man in Berlin enteignen und so, aber dass das nicht gemacht wurde, das war, ich sag mal, da habt ihr mal etwas richtig gut gemacht, ja. Und bei Digitalisierung und Startups, da denkt man immer an ja, IT-Unternehmen. Aber es gibt so viele andere Startups, Leute, die eine Genossenschaft gründen wollen. Auch die können Unterstützung gebrauchen und auch die sollten von der Wirtschaftsförderung Unterstützung bekommen. Jetzt komme ich zur Produktion. Was kann man alles produzieren in einer Stadt? Viel mehr, als man denkt. Also Aquaponik ist momentan noch an der Grenze der Wirtschaftlichkeit, auch Vertical Farming wird jetzt nichts Relevantes für Salzburg sein. Aber man muss halt gucken nach Beispielen, die es gibt, wo man die Produktion aus der Region oder der Stadt stärken kann. Wie zum Beispiel in Kiel hat man die Fischer haben diese App entwickelt, Fisch vom Kutter, einfach mit dem Gedanken, dass die Direktvermarktung für die viel profitabler ist. Sie verdienen mit einem Kilo Fisch 1,50 Euro im Großhandel und 5 Euro bei der Direktvermarktung. Und deswegen lohnt es sich natürlich, das Thema Direktvermarktung zu fördern. Ja, die Potenziale der Produktion sind viel größer, als man denkt. Mir ist das aufgefallen, als Emilia, meine junge Tochter, sich einen neuen Turnschuh gekauft hat. Von Nike musste der unbedingt sein, hat irgendwie 130 Euro gekostet. Und der wurde ja, ich sag mal, der besteht aus 1000 verschiedenen Stoffen. Und nach 2 Jahren kommt Emilia wieder an, weil der kaputt ist oder vielleicht schon nach einem Jahr. Und der wurde natürlich so hergestellt, dass, ich sag mal, die Näherin oder diejenigen, die an dem Schuh gearbeitet haben, können mit Sicherheit von dem Geld nicht gescheit leben. Und dann gibt es ja den Waldviertler, der in Österreich ja nun mal sehr bekannt ist. Und dieser Schuh kostet ja auch ungefähr 130, 140 Euro. Und das war für mich ein Aha-Erlebnis. Ja? Weil hier werden die Leute ja fair bezahlt. Das ist ein ziemlich umweltfreundlicher Schuh. Er wird ja zu weiten Teilen in Österreich hergestellt. Und er ist auch noch sehr lange haltbar und reparaturfähig. Und eigentlich denke man ja, da muss dieser Schuh ja mindestens 300 Euro kosten oder 400 Euro kosten, weil das ist ja viel zu teuer, ja, so zu produzieren. Aber komischerweise geht das ja doch. Ja, und dann merkt man, okay, der Waldviertler und der Staudinger haben vielleicht ganz andere Rendite- und Profitinteressen, als das Nike hat. Es gibt viele andere Beispiele, kleine Nischen. Ja, hier auch ein Sportschuh, der aus regionaler Produktion ist, jetzt in Deutschland. Und ganz prominent ist ja hier Trigema. Das ist so, alle haben ja gesagt, Textilien in Deutschland herstellen, das ist völlig unwirtschaftlich, das geht nicht mehr. Also er scheint das nicht gewusst zu haben, der hat es einfach gemacht. Ja. Also die Potenziale sind, glaube ich, viel größer, als man momentan denkt. Der 3D-Druck könnte auch nochmal sehr viele Potenziale schaffen für die lokale Produktion vor Ort. Jetzt gibt es ja das Thema Digitalisierung, die Plattformökonomie und so weiter. Und all diese Sachen sind auch befördern auch das, was ich hier beschrieben habe, diese Geschäftsfelder der Wirtschaftsförderung 4.0. Ja, also Sharing zum Beispiel ist natürlich wesentlich leichter und einfacher geworden durch Apps. Coworking ist auch besonders gut möglich durch digitale Technologien und das macht das Landleben wieder attraktiv. Da muss man jetzt reagieren, dass man Coworking Spaces einrichtet. Hier nennt sich das jetzt Hometown Space, ja, dass man, dass die Leute nicht nur zu Hause im Homeoffice arbeiten können, sondern halt im Dorf zum Beispiel in ein Gemeinschaftsbüro ziehen können. Und der Trend ist eindeutig. Es gibt bei uns zumindest immer mehr Leute, die auf dem Land leben wollen. Was hat die, also ich sag mal, das Thema Coworking Space oder die Digitalisierung, die Covid-Krise hat dazu geführt, dass insbesondere Männer gemerkt haben, okay, ich muss nicht jeden Tag im Büro sein, es reichen vielleicht auch 2, 3 Tage und deswegen wurde das Wohnen im ländlichen Raum wieder attraktiver.
Also es könnte sein, dass die Covid-Krise die Chance ist für den ländlichen Raum, dass dieser sich wieder stärker belebt. Ja, was hat die Region zu bieten? Wir hatten ja in Osnabrück ein sehr interessantes Aha-Erlebnis. Die Christine hier in der Mitte abgebildet mit dem Koop, die war 15 Jahre im Stadtmarketing Osnabrück. Und die hat gedacht, sie kennt irgendwie alle Produkte der Stadt und der Region, weil sie sich einfach gut auskennt. 3 Monate später hat der Warenkorb, den sie in Osnabrück ermittelt hat, sich schon deutlich vergrößert. Es gibt also ganz viele Dinge aus der Region, aus der Stadt, Produkte, die ihr gar nicht bekannt sind oder waren. Und das ist natürlich auch den meisten Menschen dieser Stadt hier nicht bewusst und nicht klar. Und das ist eine ganz echte, wichtige Aufgabe, diese Produkte, diese Dinge sichtbar zu machen, etwa mit einem Regionalladen. Das gibt es ja jetzt immer mehr Städten. Wenn man jetzt keinen Laden auf die Schnelle, kein Geschäft aufmachen kann, dann kann man das zum Beispiel mit so einem Pop-Up-Store machen. Das ist in Osnabrück so geschehen und da haben wir eine ganz interessante Entdeckung gemacht, dass diese ganzen lokalen Produzenten haben sich an dem, zu diesem Ereignis zum ersten Mal getroffen. Also die lokalen Produzenten waren nicht miteinander vernetzt, haben keine gemeinsamen Strukturen entwickelt für Marketing und vieles mehr. Das hat erst dann stattgefunden. Durch diese Form von Wirtschaftsförderung, weil man diese Produzenten angesprochen hat, weil man sie vernetzt hat, Workshops durchgeführt hat und dann irgendwann läuft das von alleine. Dann haben die von alleine angefangen zu kooperieren und suchen jetzt nach Wegen, den Vertrieb für ihre Produkte zu fördern. Bei uns in Deutschland gibt es so ein Label, das nennt sich Heimatshoppen. Das kann man als Kommune so einfach übernehmen und oder vom City Marketing, sage ich mal, und dann ist mir aufgefallen, das ist so eine Kampagne, die läuft so in den Städten für 2-3 Tage im Jahr, irgendwann im Herbst. Ja, und das war's. Und dann denke ich, das ist doch ein Witz. Ja. Ich meine, dieses Thema Heimatshoppen oder vor Ort einkaufen, das muss ja permanent, muss man das kommunizieren. Also das braucht also permanentes Marketing, einen permanenten Strom an Mobilisierung, dass die Menschen ein Bewusstsein dafür bekommen, dass sie mit jedem Einkauf vor Ort die Nahversorgung und Vielfalt und das Erlebnis, den Erlebnisfaktor erhalten und letztlich auch ihre eigenen Arbeitsplätze sichern. Wer das sehr gut rüberbringt, ist die Regionalbewegung, die sich genau mit diesem Thema befassen, mit der Nahversorgung. Da habe ich hier genau bei einer Tagung von der Regionalbewegung diesen Fischer kennengelernt, der gesagt hat, der ist sehr innovativ, der kann sehr gut, ist sehr gut beim Vermarkten. Der nutzt auch Social Media und so weiter. Aber er sagt, es gibt so viele Förderprojekte für das, was ich mache, aber er hat nicht die Energie, nicht die Zeit, diese Anträge zu stellen. Ergo braucht man jemanden, der Kleinunternehmer unterstützt, also gerade Leute, die sowas Ambitioniertes machen, Förderanträge etwa für Mittel von der Europäischen Union zu stellen. Ja. Weil wenn man das professionell macht, jemand von außen, dem fällt das viel leichter als so ein Kleinunternehmer. Anderes Beispiel für das Thema Rendite. Lieferando ist für mich ein Beispiel, wie Rendite die Region verlässt. Diese mittlerweile bietet fast jeder Pizzabäcker und Asia-Nudelanbieter Lieferando und zahlt dafür eine kräftige Gebühr. Und vorher gab es das gar nicht. Das ist jetzt ein Konzern, der hat sich einfach quasi, hat eine weitere Wertschöpfungsstufe dazwischen gelegt und das Geld wandert jetzt aus den Städten ab. Und die Alternative ist, das sage ich schon seit ein paar Jahren, eine eigene Plattform zu bilden, die nicht kommerziell ist, die genossenschaftlich ist oder als Stiftung, und die Leute darüber zu locken. In Münster hat man das gemacht. Da war jemand, der hat das irgendwie anscheinend hatte die gleiche Idee. Da sind jetzt über 200, 300 Gastronomen schon. Und idealerweise benutzen irgendwann die Menschen in Münster nicht mehr Lieferando, sondern nur noch diese App, die denen die Gastronomen quasi nur noch so viel kostet, wie die Kosten sind, um das System zu unterhalten. Das ist die englische Stadt Preston. Ist mir aufgefallen, weil die ziemlich vieles von dem gemacht haben, was ich hier beschreibe. Und was sie auch gemacht haben, ist, dass eine der zentralen Strategien, ein Bündnis für regionale Beschaffung zu initiieren.
Ja, also die großen Unternehmen, Krankenhäuser, diese Diakonie, also die Kirchen, die kommunalen Unternehmen, die Stadtwerke, was auch immer, Energiebetriebe, dass man die zusammensetzt und dazu überredet, möglichst viel vor Ort einzukaufen bei der Beschaffung. Ja. Und das war in Preston ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor, der die Stadt aus der Krise geführt hat. Die Wirtschaftsförderung 4.0 ist im Grunde ein Konzept zur Förderung auch der Gemeinwohlökonomie. Ich habe mit Christian Felber jetzt vereinbart, dass wir uns mal im Frühjahr treffen, um zu schauen, wie wir die beiden Konzepte miteinander verschränken können. Weil bei uns dieses 4.0-Projekt, das wird bald enden. Die Gemeinwohlökonomie läuft weiter und wir wollen beide das Gleiche und es ist gut, das miteinander zu verknüpfen. Strategische Bodenpolitik ist etwas, was man auch thematisieren kann bei der Wirtschaftsförderung. Also, dass die Städte verstärkt selber die Liegenschaften kaufen, statt das Investoren zu überlassen. In Ulm beispielsweise gibt es Baurecht nur auf städtischem Grund. Ja. Das finde ich eine ganz interessante Strategie, oder dass die Pachten für Geschäfte in den Städten so stark steigen. Das könnte man auch auffangen, indem man selber die Geschäfte oder die Häuser aufkauft und verpachtet. Und jetzt noch was zum Thema Klimaschutz durch kurze Wege, beziehungsweise auch wieder ein bisschen was zur Ökoroutine. Hier ist jetzt ja die Bilanz beim Verkehrssektor in Österreich. Da sind jetzt ja die Kraftstoffexporte schon rausgerechnet. Früher haben die, wenn ich in Salzburg war, hat man mir immer gesagt, ja, das die schlechte CO2-Bilanz, das liegt am Tanktourismus. Aber so einfach ist es denn ja doch nicht. Die Bilanz auch im Verkehrsbereich ist sehr ernüchternd. Im Prinzip hat CO2 hat zugenommen, muss man einfach nüchtern zur Kenntnis nehmen. Und in Deutschland haben wir uns auch das Ziel gesetzt, 42% runter mit CO2 im Sektor Verkehr erreicht haben wir bisher 0%. Ja. Und deswegen ist für Österreich und Deutschland, aber in Österreich noch mehr als in Deutschland, der Sektor Verkehr der Bereich, wo man wirklich ran muss, ja, wo sich wirklich etwas verändern muss. Und da passiert momentan viel zu wenig. Ja, die Straßengüterverkehr hat auch ständig zugenommen, nicht insbesondere durch immer mehr Logistikunternehmen. Amazon wird immer mehr einbestellt. Und was für mich eine Form von gelebter Schizophrenie ist, wenn ein Bürgermeister sich denn freut, dass zum Beispiel Zalando einen Standort eröffnen möchte auf einer Liegenschaft der Stadt und sich dann gleichzeitig darüber bewundert oder darüber beklagt, dass der Einzelhandel es so schwer hat und immer mehr Geschäfte eingehen. Ja. Das ist ein richtiger Widerspruch. Also wenn ich Bürgermeister wäre, bei mir gäbe es keine weiteren Logistiker mehr. Ich würde sowieso dafür plädieren, dass es überhaupt keine weiteren Logistikzentren gibt. Es ist alles schon schlimm genug. Wir wollen es nicht noch schlimmer machen. Und wenn die Leute nur noch bei Amazon einkaufen oder bei Zalando und selbst so Hofer und wie sie alle heißen, auch da kann man ja unheimlich viel mittlerweile online bestellen, nicht? Dann geht die Vielfalt, die Nahversorgung, die Begegnung mit anderen Menschen, all das geht vor die Hunde, wenn man es so weit kommen lässt. Und deswegen muss man durch Kampagnen, durch Aufmerksamkeit machen, die Menschen so weit bekommen, dass sie, ich sag mal, dass sie zumindest nur mit schlechtem Gewissen bei Amazon einkaufen. So weit müsste man kommen. Ja, das ist ein Beispiel für City-Logistik und Cargo-Biking. Das erkläre ich jetzt nicht weiter, das steht jetzt an der falschen Stelle. Und was ich mir auch wünschen würde, wäre ein Limit für Straßenbau. Auch das sage ich schon seit vielen Jahren. Eben genau, weil ich beschrieben habe, dass die weitere Straßen, Umgehungsstraßen immer zu Beschleunigung führen und zu mehr Verkehr. Und weshalb hier immer weitere Straßen gebaut werden, mit dem Argument, es gibt zu viel Stau und wir müssen etwas gegen den Stau unternehmen. Und diese Grafik hier ist, glaube ich, top secret. Ich vermute, dass sie bei uns niemand im Bundesverkehrsministerium kennt. Das ist die Staulänge auf unseren Autobahnen in Deutschland. Und die hat sich seit 2002 vervierfacht. Offenbar hat der Ausbau der Autobahnen und Straßen überhaupt nicht bewirkt, was man vorhatte. Die Logistiker, Amazon und wie sie alle heißen, waren die viel schneller, haben die Straßen viel schneller verstopft, als man sie ausbauen konnte.
Und es wäre fatal, die Straßen weiter auszubauen, weil das ist ja dann genau das Signal an die Logistikbranche und an die Unternehmen, es geht immer noch mehr. Und deswegen lautet mein Plädoyer, baut keine neuen Straßen mehr, sondern nehmt das Geld und ertüchtigt den Schienenverkehr, die Bahn, das ist das einzig zukunftsfähige Verkehrsmittel. Im Luftverkehr müssen wir genau das Gleiche machen. Ich hätte mir von unserem Bundesverkehrsminister eigentlich nur gewünscht, dass er nichts tut. Das hätte ihm nicht schwerfallen dürfen, dass er einfach, dass keine weiteren Start- und Landebahnen bewilligt werden, dass die Flugsicherungsbehörde keine weiteren Slots vergibt und dann könnte der Flugverkehr nicht mehr wachsen. Durch diese kolossal einfache Maßnahme. Es geht einfach oft darum, gerade beim Konzept der Ökoroutine, dass man Dinge einfach nicht tut. Wir fliegen gerade sehr viel. Wir fahren auch sehr viel gerade mit dem Auto und es wird gerade sehr viel transportiert. Und wenn man will, dass das nicht noch mehr wird, muss man an dieser Stelle einfach nur etwas unterlassen. Also keine neuen Straßen bauen und den Flugverkehr nicht weiter ausbauen. Das ist das, was man tun muss, gerade im Bereich Verkehr, wenn man sich selbst ernst nimmt beim Klimaschutz. Die Verkehrswende hat das Potenzial, die Innenstädte zu vitalisieren. Man kann die Erreichbarkeit verdoppeln. Die Einzelhändler sagen ja immer, ja, wir brauchen die Autofahrer, das sind die besten Kunden und die müssen gut in die Stadt kommen. Wenn man Leute, möglichst viele Leute in die Stadt bekommen will, dann nimmt man eben nicht das Auto, sondern ändert das Gefäß. Mit Bussen oder Straßenbahnen kommen viel mehr Menschen in die Stadt als mit dem Auto, einfach weil der Platzbedarf viel geringer ist. Und ein Slogan bei der Ökoroutine heißt, nennt sich Strukturen ändern Verhalten. Also mein Onkel ist jeden Tag mit einem Auto in die Stadt gefahren und ließ sich davon auch nicht abbringen. Dann hat die Stadt eine Busspur eingeführt, statt einwärts über 1 Kilometer und es staute sich ziemlich für den Autoverkehr, weil eine Pkw-Spur fehlte nun. Es war nur noch eine Spur statt zwei, statt einwärts. Und da war der ziemlich verärgert. Und dann rauschte der Bus auch noch an ihm vorbei. 3 Wochen später saß er in dem Bus und hat sich gefreut, dass er schneller ist als die anderen. Und genau darum geht es, dass es sich besser anfühlt, das Richtige zu tun. Ich muss jetzt mal ein bisschen schneller machen. Eine Kernbotschaft der Ökoroutine lautet, Strukturen ändern Verhalten. Nicht? Also was ich gerade sagte, es muss sich besser anfühlen, das Richtige zu tun. Niemand verändert sein Verhalten, weil er Klimaschutz wichtig findet, sondern die Strukturen müssen sich ändern. Ein Beispiel ist ja halt dieser 1 Euro pro Tag ÖPNV in Wien, 365 Euro pro Jahr. Das ist eine Einladung für die Menschen, den Nahverkehr zu nutzen. Das sollten alle Städte machen, auch in Deutschland. Und ihr habt ein sehr günstiges Bahncard 100, sage ich mal. Das bräuchten wir auch. Das ist eine Anzeige aus Zürich. Man nennt ja schon früh, dass man in der Stadt mit dem Auto nicht vorwärts kommt. Erstmal Marketing und Kampagnen, wie es mir gefällt. Und nochmal ein Kompliment an Österreich mit dem Nachtzug. Ja, ihr habt den Nachtzug gerettet in Deutschland. Wir hätten ja keinen Nachtzug mehr, wenn es die ÖBB nicht gäbe, die das übernommen haben, einige Linien. Jetzt wird ja sogar neuer Nachtzug gebaut oder ist in Auftrag gegeben worden. Und das ist ein wichtiger Beitrag für zukunftsfähige Mobilität. Vielen Dank dafür. Es ändert aber nichts daran, dass die Klimabilanz bei euch im Sektor Verkehr katastrophal ist. Park and Ride ist so ein Beispiel für Mobilität. Park and Ride funktioniert nur, wenn man mit dem Bus dann auch wirklich oder mit der Straße mal auch wirklich schneller in der Stadt ist als mit dem Auto. Niemand nutzt Park and Ride, wenn man dann mit den anderen Fahrzeugen im Stau steht. Aber mit dem Bus im Stau steht. Manche sagen jetzt ganz entsetzt, soll ich jetzt etwa auf mein Auto verzichten? Nein, gerade im ländlichen Raum will ich das überhaupt nicht. Die Verkehrswende muss in den Städten ihren Anfang nehmen. Ich sag mal, die Hälfte der Salzburgerinnen braucht kein eigenes Auto. Es gibt Carsharing. Ja, man braucht kein eigenes Auto. Und das erlebe ich auch hier, auch die Grünen, die haben alle ein eigenes Auto. Und wenn ich sage, Leute, wollen wir jetzt mal den Anfang machen, nicht auf Carsharing umsteigen, da sind wir von 14 Leuten, sind vielleicht 3 ohne eigenes Auto. Ja. Und alle haben dann wieder 1000 Gründe, weshalb das nicht geht. Irgendwo muss es anfangen, ja. Und gerade in den Städten, so wie Salzburg, wo die Strukturen da sind, wo die Radwege da sind, wo die Busse da sind, also wenn es da nicht geht, dann geht es nirgendwo. Wenn man aber
das Auto abschafft, da hat man Platz für andere Sachen, wie zum Beispiel Fahrradstellplätze. Ich selber habe so ein, bei der Mietwohnung hier einen Bikeport bereit, einen Carport bereitgestellt bekommen. Aber da ich ja kein eigenes Auto habe, habe ich da erstmal einen Bikeport rausgemacht mit Fahrradständern. Und davor steht jetzt ein Carsharing-Wagen. Den haben mir die Carsharing-Anbieter, ich habe den Platz angeboten und die haben den gerne angenommen, weil bei dem Standort noch ein Parkplatz fehlte. Radlerinnen wertschätzen, eine wichtige Botschaft. So sehen Radwege bei uns oft aus. Man kennt ja am Bahnhof diesen Abschnitt, den man vermeiden soll. Und rechts ist ein Radweg in Osnabrück. Also das ist, hat schon suizidalen Charakter, hier Fahrrad zu fahren. Da kann ich den Bus berühren, wenn er mich überholt. Ist auch ein Radweg vorher und so ist der Radweg jetzt nachher. Das sind Strukturen, die einladen, Strukturen der Wertschätzung. Und wir stellen fest, dass die Menschen dann wirklich auch ihr Verhalten, ihre Routinen verändern, wenn die Strukturen sich verändern. Das Fahrrad als Verkehrsmittel wird völlig unterschätzt. Ich habe noch ein paar Beispiele mitgebracht. Ich muss jetzt wirklich zum Ende kommen. Cargo-Biking mache ich auch. Beispielsweise mit meinem Fahrradanhänger. Mein Motto dabei lautet Burn Fat, Not Oil. Oder die Aufkleber würde ich euch sonst verteilen. Das Auto verbrennt Geld, macht Fett. Das Fahrrad verbrennt Fett und spart Geld. Oh, die Grafik kann man gerade nicht sehen. Aber ist auch egal. Hier sind, die sagt nichts anderes als dass es mittlerweile verschiedene Studien gibt, die belegen, dass Radfahrerinnen und Fußgänger wesentlich wichtigere und bessere Kunden sind als Autofahrer. Die Händler denken immer, der Autofahrer ist der wichtigste Kunde. Stimmt nicht. Das Gegenteil ist der Fall, belegen mittlerweile verschiedene Studien. Überspringe ich mal. Die Städte umzugestalten bedeutet zum Beispiel, solche Parkstreifen in Radwege umzuwandeln und dass Städte attraktiver werden, dass man Straßen auch rückbaut, wie hier in Saul über 4 Kilometer. Nicht, da war eine riesige Autobahn, die gibt es jetzt nicht mehr. Ich will das nicht weiter ausführen, aber das ist auch ein Beispiel vorher. Da haben die Händler gesagt, wenn man die Parkplätze wegnimmt, das funktioniert nicht, das geht nicht, da gehen wir alle zugrunde. Das Gegenteil war der Fall, es kommen noch viel mehr in die Stadt, um dort einzukaufen. Ist alles nicht eingetroffen, was die Händler befürchtet haben. Wir müssen die Parkplätze in den Städten verringern, dann ändern die Menschen auch ihre Mobilitätsroutinen. Übrigens ist da der, wie heißt er nochmal, aus Österreich, aus Wien, fällt mir gar nicht ein, mit seinem Gehzeug. Überspringe ich auch. Beim Stichwort Wohnen habe ich nur eine Sache, die ich jetzt hier sagen möchte, dann bin ich auch mit dem Inhalten jetzt durch gleich. Jeder von uns hat hier in Deutschland 12 Quadratmeter mehr Wohnfläche zur Verfügung seit 1990. Das ist klimapolitisch, ist das ein Desaster, sage ich mal. Und hier gab es eine Debatte darüber, muss man das Einfamilienhaus verbieten? Naja, man muss zumindest darüber diskutieren, denn das Einfamilienhaus im Grünen, meistens ohne Bus- und Bahnanschluss, ist für den Klimaschutz eine absolute Fehlentwicklung. Das hat den größten Bedarf an Beton und Zement, es hat den größten Bedarf von Energie in der Nutzung und den größten Flächenbedarf. Ja. Und insofern ist es die ineffizienteste Form des Bauens. Kann ich nicht weiter darauf eingehen. Wir haben das modellhaft erprobt, einen Handel mit Flächenzertifikaten, der dafür sorgen würde, weil die Städte, nicht die, jeder macht ja sein eigenes Ding und man sagt immer, ja, wenn wir nicht bauen, machen es die anderen. Und dann müsste man auch einen Deckel drauflegen, dass die Kommunen sich Zertifikate kaufen müssten, um weiter zu bauen. Und was mir noch hier wichtig ist, was ich rüberbringen möchte, man sollte Leute ansprechen, ihre Wohnform zu verändern. Also eine Art Management für die Wohnformen, dass insbesondere ältere Paare überlegen, sich zu verkleinern, wenn die Kinder ausgezogen sind. Das war bei mir der Fall, aber es gibt keine Programme, es gibt keine Initiativen, ich werde nicht angesprochen, es gibt keine Prämie. Und so etwas braucht man. Ja, man muss die Menschen, die Älteren, ansprechen, weil wir haben immer wieder junge Familien, die wollen das kleine Häuschen mit Garten. Ja? Und wenn ich da ein Wechselverhältnis hinbekommen will, brauche ich Angebote. Beispielsweise durch solche Häuser, wo dann Gästezimmer da sind, Gemeinschaftsräume, von mir aus noch Fitness oder Arbeitsräume. Das Gästezimmer ist wichtig, denn wenn meine Kinder zu Besuch kommen, brauche ich mehr Platz. Ja? Wenn ich denn und wir wissen aus Befragungen, dass 30-50% der Älteren bereit sind, ihre Wohnform zu verändern. Aber wir brauchen die Angebote. Und solche Häuser müssen auch wirklich im Quartier sein, weil die Menschen wollen, wenn sie ihre Wohnform verändern, im Quartier bleiben. Wichtiges Argument ist übrigens, dass die Menschen barrierefrei leben wollen im Alter.
Wenn man nun aber unbedingt an seiner Scholle klebt und da nicht raus will, dann gibt es die Möglichkeit, dass man sich einfach ein paar junge Studenten oder Mitbewohner in die Wohnung holt. Dann hat man schön gesellig und abwechslungsreich. Und tatsächlich ist ja Einsamkeit das größte Gesundheitsrisiko im Alter. So, wie kommen wir nun dahin? Politik kann und muss gestalten. Politik muss den Rahmen vorgeben. Das thematisiere ich normalerweise sehr stark bei der Ökoroutine. Aber beispielsweise mit den Vorgaben für Straßenbau und Flughäfen. Es geht grundsätzlich darum, dass wir die Produktion verändern, statt die Mentalität der Konsumenten. Hier ist Emilia von der Windkraftanlage. Da war die Windkraftanlage ungefähr 17 Jahre alt. Und daneben stand gleich diese Windkraftanlage. Und man sieht, hier hat ein riesen Innovationssprung stattgefunden, weil Politik einen Rahmen gegeben hat, eine Innovationsrichtung vorgegeben hat, dass es sich gelohnt hat zu investieren. Und dann haben die Ingenieure auch die Technologie weiterentwickelt. Und das gilt grundsätzlich, ja, dass Politik die Richtung vorgibt. Also dass man zum Beispiel sagt, wir wollen weg vom Verbrenner bis zum Jahr 2030. Wie die Industrie dieses Ziel erreicht, ja, das spielt gar keine Rolle. Das sollen die ja bitte machen. Aber ich muss dieses grobe Ziel vorgeben. Und ein großer Fehler ist es halt, wenn man sagt, wie Julia Klöckner, unsere Landwirtschaftsministerin, es gerne getan hat, jeder muss bei sich selber anfangen. Das ist für Politik natürlich wahnsinnig praktisch, alle Verantwortung an den Verbraucher zu schieben. Ihr seid das Problem. Ihr entscheidet mit eurer Konsumwahl ja, was produziert wird. Ich habe beschrieben, das gelingt uns offenbar nicht. Es fällt uns unheimlich schwer, das Richtige zu tun. Ich sage, es soll ruhig jeder bei sich selber anfangen. Ich versuche auch, vieles richtig zu machen, aber in der Regel fliegen wir denn doch oder fahren wir doch mit dem Auto, essen doch Fleisch. Es fällt denn doch sehr schwer, vor allen Dingen der breiten Masse. Und deswegen sage ich, politischer Protest ist wichtiger als privater Konsumverzicht. Sei du, jetzt ist sie leider verschwunden, sei du Teil der kritischen Masse, ist meine Aufforderung hier. Ich gehe jetzt seit einigen Jahren wieder demonstrieren. Beispielsweise soll zur Grünen Woche bei uns, also wenn die Agrarmesse stattfindet, gibt es seit vielen Jahren immer eine Demonstration, die sich nennt Wir haben es satt. Und da gehe ich jetzt auch mal hin, um deutlich zu machen, dass mir die Zustände in der Agrarwirtschaft so nicht passen. Und das Gute ist, da bin ich nicht alleine, da sind andere und ich merke, hey, es gibt auch noch andere, die etwas ändern wollen. Ja. Und Gespräche mit Politikern haben mir gezeigt, die Reformer in der Politik haben es leichter, wenn sie merken, es gibt Druck von der Straße. Deswegen habe ich auch beim Klimastreik mitgemacht. Und Friday for Future hat wirklich gezeigt, das ist die kritische Masse. Wenn 3% der Bürgerinnen und Bürger sich engagieren für Veränderungen, das löst genauso viel Druck aus bei der Politik, dass Veränderungen in Gang kommen. Ja, und jetzt kann man in vielen Formen in Salzburg engagieren, mit Bürgerentscheiden oder mit solchen Volksentscheiden für Fahrrad, mit Petitionen oder der Critical Mass, also dieser Fahrraddemo, oder indem man Parkplätze in Beschlag nimmt oder Initiativen unterstützt oder Parteien oder bestimmte Bürgerinitiativen unterstützt. Also es gibt so viele Formen von Engagement. Aber jede Form von Engagement ist besser, als nur vorm Fernseher zu sitzen, die Zustände zu beklagen. Und wenn jetzt noch jemand da ist, der sagt, ist doch egal, einer mehr oder weniger auf der Demo, es kommt doch auf mich nicht an. Da kann ich nur sagen, nichts ist egal, nur auf euch kommt es an. Vielen Dank fürs Zuhören und Entschuldigung bitte, dass ich jetzt so doll überzogen habe. Ja, herzlichen Dank, Michael Koppert. Wir kennen uns schon lange, sind deswegen per Du. Deine Vorträge sind so wie deine Bücher immer sehr, sehr praxisnahe. Und man merkt auch, du bist auch in der Kommunalpolitik im Stadtrat Mitglied. Im Buch habe ich gelesen, das sei eine ehrenamtliche Tätigkeit. Aber man merkt, die Vorschläge, die du machst, sind sehr praxisbezogen. Ich denke, wir kommen in der Diskussion schon auch noch drauf, wie kommt man in der Kommunalpolitik zu diesen anderen Dingen und welche Hürden gibt es? Und ich würde jetzt einmal Martina Berthold als Stadträtin bitten, sich zuzuklinken. Und ich frage sie eben nochmals jetzt, ja, was von dem Gehörten war spannend? Was gibt es in Salzburg davon schon und was wäre noch spannend für uns? Bitte, Martina. Ja,
danke für diesen inspirierenden Vortrag. Es ist ein Potpourri an verschiedenen Themen und ich greife jetzt einfach ein paar heraus, die Salzburg jetzt aus meiner Sicht so intensiv bewegt. Und ich habe mir heute die zwei regionalen Zeitungen ins Herz genommen während Ihres Vortrags und habe einmal geschaut, ob die Themen, die Sie gezeichnet haben, sich wiederfinden. Und zwar findet sich in einer Zeitung, also in die zwei, also die Salzburger Nachrichten und die Krone, genau dieses Thema der kleinen Händler, wie die kleinen Händler jetzt den Lockdown und den Laden schupfen, also so die regionalen Aspekte. Und in der gleichen Zeitung und auch in der SN und in der Krone finden sich dann auch ein Gegenbeispiel, und zwar die Erweiterung eines großen Einkaufsparkes am Stadtrand, wo 8500 Quadratmeter sozusagen neu gewidmet werden sollen und die Entscheidung noch offen ist. Also genau diese beiden Bereiche sozusagen beschäftigen unsere Stadt und auch das Land und den Zentralraum sehr intensiv. Ja, Sie sind eingestiegen mit einem Thema, sozusagen der Wunsch, 80% weniger Autos und die Realität schaut anders aus. Das kann ich nur bestätigen aus den Projekten in meinem Bereich. Wenn wir, und da leite ich auch zum Thema Verkehr über, wenn wir im Radwegeverkehr sozusagen um mehr Platz und mehr Raum und eine gerechtere Verteilung im Straßenraum kämpfen, dann geht es wirklich um Diskussionen um jeden einzelnen Parkplatz. Und die Realität, die Sie aufgezeigt haben, der suizidale Charakter bei manchen Radstreifen, den kennen wir auch in unserer Stadt. Wir haben es zum Beispiel keine politischen Mehrheiten gefunden für den sicheren Radweg im Bereich des Bahnhofs. Da ist genauso ein suizidaler Charakter von allen, die mit dem Rad fahren, notwendig. Auf der einen Seite parkende Autos, auf der anderen Seite die Busse. Also das kennen wir auch. Und stehen da immer wieder in heißen Diskussionen um jeden einzelnen Parkplatz teilweise, weil natürlich sozusagen der Raum in unserer Stadt begrenzt ist und dem Auto noch immer viel zu viel Platz zur Verfügung gestellt wird. Und auch die Menschen, die zu Fuß gehen, brauchen mehr Platz. Salzburg hat seit Sommer diesen Jahres einen einstimmig beschlossenen Masterplan Gehen, den meine Kollegin Verkehrsstadträtin Barbara Unterkufer erarbeitet hat, der gute Grundlagen bietet für die weiteren Ausführungen für mein Bauressort. Da ist viel drinnen und da wird es sicher auch Projekte geben, wo die Mehrheiten sich nicht so einfach finden lassen. Aber mein Schwerpunkt ist da im Bereich der Sicherheit, vor allem für die jungen Salzburg-Menschen in Salzburg und auch für die älteren Menschen wirklich sichere Gehwege und Möglichkeiten zu schaffen, damit genau diese Mobilitätswende und die Stärkung des Umweltverbundes in unserer Stadt auch gelingt. Und Sie haben die Gefäßänderung angesprochen. Die Gefäßänderung wird in Salzburg in einem Großprojekt schon seit über 30 Jahren diskutiert. Und jetzt gibt es eine gemeinsame Vereinbarung von Stadt, Land und Bund. Die Verlängerung der Salzburger Lokalbahn ist beschlossen, ist in der Planungsphase. Viele Diskussionen, ob oberirdisch, unterirdisch. Es wird jetzt unterirdisch geplant in einen ersten Schritt. Ich finde es gut so, aber auch da braucht es die nächsten Schritte. Wir dürfen nicht nur beim Schloss Mirabell stehen bleiben, sondern weiter planen. Das ist auch eine lange Diskussion und da müssen wir auch immer wieder um Mehrheiten ringen. Zwei Punkte greife ich noch heraus. Sie haben den Bereich des Sharings angesprochen und im Chat war auch schon ein Hinweis auf ein Projekt, das es in Salzburg gegeben hat, den Emil, das Carsharing. Ist wieder eingestellt worden, zu wenige, die teilgenommen haben. Das ist extrem schade für eine Stadt wie Salzburg. Und ich weiß aber, und wir sind intensiv dran, diese Sharing-Gedanken im Bereich der Mobilität wieder aufleben zu lassen. Nicht nur sozusagen mit Schwerpunkt Autos, sondern auch mit dem Schwerpunkt Bike-Sharing. Das gibt es noch immer nicht in unserer Stadt. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis für die Radstadt Salzburg. Und wir haben fürs Budget 2022 auf meinen Vorschlag hin der Bürgermeister jetzt doch einem ersten Teil Budget zugestimmt für den Aufbau eines Bike-Sharing-Programms gemeinsam mit dem Zentralraum. Also ich hoffe, dass wir da erste Schritte weitergehen können. Das Reparieren haben Sie auch angesprochen. Da gibt es in Salzburg auch Repair-Cafés. Es gibt von der Landesebene einen Repair-Bonus. Also so kleine Ansätze sind schon da, aber natürlich braucht es immer noch mehr. Diesen Triggerpunkt beim Einkaufen ist mir auch sozusagen ins Ohr gesprungen. Wir diskutieren sehr intensiv eben mit dem
Wunsch sozusagen eines großen Unternehmens, das Einkaufszentrum zu erweitern, genau diese Qualität, die es braucht, um Einkaufen in den Ortskernen, aber auch Einkaufen in unseren Stadtteilen zu stärken und nicht sozusagen die ganze Kaufkraft abfließen zu lassen in ein großes Zentrum. Da sind wir sozusagen auch in der politischen Diskussion, gehen wir mit unterschiedlichen Ansätzen ran. Nachdem ich auch für die Platzgestaltungen im Innenstadtbereich oder für Plätze, sozusagen Straßen und Wege zuständig bin, braucht es genau diese Aufenthaltsqualität, diese Attraktivität auch in den Einkaufsbereichen, das heißt in den Stadtteilen, in den Innenstädten, sodass die Menschen gerne herkommen. Und da braucht es auch, und jetzt schlage ich eine Brücke auch zum Thema des Klimawandels und der Klimawandelanpassung, braucht es auch mehr Räume sozusagen, wo wir uns abkühlen können. Es braucht mehr Grün im Straßenraum. Das ist ein Thema, das uns sehr, sehr wichtig ist und wo wir auch bei den großen Straßenprojekten immer schauen, wo schaffen wir Pflanzraum für Bäume, wo können wir, wenn wir schon Straßen sanieren müssen, gleichzeitig mehr Bäume pflanzen und so, dass sie wirklich groß werden können. Keine Alibi-Bäume, die 15, 20 Jahre alt werden, sondern Bäume, die wirklich auch uns einen Schatten spenden können. Gut, das waren jetzt ein paar Punkte, die ich aufgenommen habe und ich darf sozusagen da noch einige Gedanken anschließen, nämlich das, was verstärkt jetzt sozusagen in der Stadt Salzburg, auch in meinem Ressort, mir ein Schwerpunkt ist und im Ressort der Kollegin Unterkofler, anschließend an das Begrünen, an die Stadt begrünen, das ist wirklich ein großer Auftrag für uns alle. Salzburg hat auch eine gute Studie. Wir haben einen großen Hotspot in einem Stadtteil, der sich Schalmoos nennt, wo extrem viele Flächen versiegelt sind. Das heißt, es ist unser Auftrag, Bäume zu setzen, Dächer zu begrünen und zu entsiegeln. Und Ihre Fotos zum Abschluss Ihrer Präsentation haben riesengroße Parkflächen gezeigt. Ich kämpfe jetzt sozusagen um jeden einzelnen Parkplatz, der sozusagen im öffentlichen kommunalen Gebäuden ist und schaue, dass wir da entsiegeln können, dass wir andere Möglichkeiten nutzen, um da wirklich einfach mehr Versickerungsraum und mehr Kühle in unsere Stadt zu bringen. Wir orientieren uns auch jetzt verstärkt auf meine Vorgabe hin an Klimaaktivstandards im Hochbau. Das ist ein sehr guter Standard des Klimaministeriums, also des Bundes, wo wir uns orientieren können und wirklich viele ökologische Aspekte in den Hochbau reinbringen können. Und ein neues Thema zur Sanierung und zum Heizen der Gebäude gehört gleichzeitig jetzt viel mehr auch der Aspekt der Kühlung. Und da gibt es noch viel zu tun, weil alleine der Energieausweis der Gebäude nicht automatisch auch das Thema der sommerlichen Überhitzung beinhaltet, sondern noch viel zu sehr Fokus nur aufs Heizen gelegt wird. Und E-Mobilität auch noch ein Teilthema sozusagen des Klimaschutzes ist eines, das die Stadt jetzt intensiver angeht im Bereich sozusagen der Ladestruktur, der E-Ladestruktur, die jetzt aufgebaut wird und ausgeschrieben wird und auch die Umstellung des städtischen Fuhrparks auf E-Mobilität. Das ist sozusagen im Schnelldurchlauf sozusagen einige der zentralen Punkte und das Radfahren möchte ich nochmal ansprechen. Sie haben Ihr Carboard gezeigt. Ich bin leidenschaftliche Allwetter-, Alljahres-Radlerin. Und ich freue mich immer sehr, sozusagen, wenn viele Menschen das nutzen. Und ich darf sozusagen für alle, die in Salzburg daheim sind, verkünden, ich habe gerade auf die Radzählstellen der Stadt geschaut. Wir sind bei unseren 25, 26 Radzählstellen jetzt über 10 Millionen gezählte Radfahrende im heurigen Jahr schon. Das heißt, es geht voran. Und gleichzeitig auch der Auftrag, die Radinfrastruktur noch sicherer zu machen und für eine gerechtere Versorgung auch zu sorgen in unserer Stadt. Ja, Entschuldigung, gerechtere Verteilung des Straßenraums, das war es, genau. Gut, danke, Stadträtin Martina Bertl. Wir haben schon sehr viele Fragen, Anmerkungen im Chat, aber zuerst doch noch eine Frage von mir an dich, Michael. Stichwort Parkplätze zum Beispiel. Hast du Erfolgsbeispiele aus Osnabrück oder aus anderen Städten, wo ihr durch gute Kommunikation solche Veränderungen hinbekommen habt? Und das Zweite, das ist mir aufgefallen bei Wirtschaftsförderung 4.0, jede Stadt muss schauen, dass sie sozusagen Kommunalsteuereinnahmen hat. Und wenn man natürlich jetzt einen großen Betrieb an Land zieht, unter Anführungsstrichen, hat man höhere Einkommen. Wie geht ihr da in Osnabrück damit um?
Also durch Gewerbegebiete oder was meinst du? Ja. Ja. Ja, also das muss man sich mal genau anschauen, inwiefern das die Einnahmen erhöht und in welchem Verhältnis. Also die erste Sache, worauf ich achten würde, ist, wie viele Jobs entstehen auf der Fläche überhaupt und wie werden die bezahlt? Ja. Da werden, wenn ich jetzt einen Logistikbetrieb ansiehe, mit relativ wenig Beschäftigten, weil vieles automatisiert läuft und schlecht bezahlte Jobs. Wenn ich jetzt ein Büro errichte oder andere Sachen, dann habe ich, also ich würde halt immer sehr auf die Qualität der Betriebe gucken. Idealerweise prüft man Unternehmen mit der Gemeinwohlbilanz, inwiefern sie nachhaltig sind. Also viele Städte haben ja gar nicht mehr jetzt das Problem, dass sie unbedingt Arbeitsplätze brauchen, weil es gibt ein Arbeitskräftemangel, nicht nur Fachkräftemangel, sondern auf allen Ebenen. Und insofern kann man da auch sich vielleicht ein bisschen entspannter zurücklehnen. Aber ansonsten wäre jetzt das ist aber das ganz große Thema, die Gewerbesteuer, ob man die reformieren müsste, damit dieser Antrieb da ständig neu Unternehmen anzusiedeln, unterbunden würde. Der Flächenzertifikatehandel, das wäre ein intelligentes Instrument, wenn man die Gemeinden da einfach durch eine Rahmenbedingung dazu motiviert, die Fläche besser zu nutzen. Und eine der entscheidenden Maßnahmen wäre, da wo es Gewerbegebiete gibt, nicht den Bestand mit den Betrieben sich zu unterhalten und auseinanderzusetzen. Wir haben das, man kann sehr Gelegenheitsnutzung auf dem Areal, weil Betriebe mehrmals die Eigentümer sich geändert haben. Manches liegt bloß noch brach oder die Hälfte des Geländes liegt brach. Und mit dem muss man Gespräche führen. Idealerweise verkauft die Stadt solche Flächen gar nicht, sondern verpachtet sie nur, dass sie immer bei einem Inhaberwechsel auch darauf zugreifen kann. Und dass man einfach versucht, die Flächen, die man hat, stärker zu aktivieren. Ja, und nicht immer weiter an die Fläche zu gehen. Und mit den Parkplätzen, also Parkplatzrückbau ist auch, also in Deutschland ist es auch ein super krasses Thema, ja. Das ist politischer Selbstmord, teilweise sowas zu machen. Aber man merkt jetzt für Radwege, da ist Bewegung reingekommen. Tatsächlich durch den Druck von der Straße, je mehr junge Leute Druck gemacht haben oder je mehr Leute Druck gemacht haben, desto mehr Bereitschaft gab es in der Politik, diese Entscheidung zu fassen. Und die Veränderungen finden jetzt statt. Der Verkehrsraum wird neu aufgeteilt. Das kann man in Wien beobachten. In Salzburg gibt es mit Sicherheit auch Beispiele dafür. In München gibt es einen Rückbau von Parkplätzen, insbesondere für Radwege, aber auch in den großen Städten natürlich sowieso. Weil eines ist völlig klar, wenn ich mit meinem Auto schnell in die Stadt komme und schnell einen Parkplatz finde und der ist auch noch richtig billig, ja, dann ändert niemand seine Mobilitätsroutine. Und das muss beides halt laufen. Das fällt halt gerade Konservativen sehr, sehr schwer, sich darauf einzuschwenken. Und ich habe eine interessante Erfahrung gemacht mit Einzelhändlern, die vor dem Geschäft einen Parkplatz haben. Diese Parkflächen haben wir teilweise umgestaltet zu Aufenthaltsflächen. Und wir haben gedacht, der Händler ist bestimmt jetzt total dagegen. Und dann haben wir festgestellt, das war das Gegenteil war der Fall. Ja, der hat das als Attraktivierung seines Ladensgeschäfts wahrgenommen und gesagt, vor meinem Laden parkt fast nie ein Kunde. Da parken alle möglichen Leute, aber selten ein Kunde. Und deswegen waren alle Geschäfte in der Straße, wären sehr froh, wenn wir diese Parkplätze anders nutzen. Hast du die Stichworte gehört, Groningen als Vorbild und Payback, was das ist? Ja, also das. Ich habe jetzt die letzten 2 Minuten nicht mehr gehört, aber Payback kann ich was zu sagen, weil das ist ein Vorschlag, den ich hier in Osnabrück gemacht habe, dass man die Parkgebühren, also bin ich jetzt gut zu verstehen? Ja. Ja. Also, dass man die Parkgebühren anhebt, sagen wir mal um 50 Cent jeweils für die ersten 2 Stunden und diese Einnahmen nutzt, um zum Beispiel Carsharing zu fördern oder andere Mobilitätsformen. Und wenn man Parkgebühren anhebt, reagieren die Leute ja ziemlich verärgert, weil die Stadt einmal wieder mehr Geld will. Ne? Und hier wäre jetzt die Idee zu sagen, also, dass man das mit einem Marketing-Kampagne verbindet, also immer dann, wenn man zahlt am Parkautomaten, dann kriege ich eine Rückmeldung, zum Beispiel durch einen Aufkleber am Automat oder in der App,
das Geld wird verwendet für. Und dann kann man gleichzeitig auf die neuen Projekte hinweisen, die es gibt. Und dann ist halt, in der Psychologie nennt man das kognitive Verankerung, dass man das eine Thema, das Autofahren und Parken, verknüpft mit dem Thema nachhaltige Mobilität. Und dann gibt es weniger Ärger, weil man ja denkt, okay, das ist jetzt was Sinnvolles. Ich werde jetzt nicht einfach nur, mir wird nicht einfach nur in die Tasche gegriffen für irgendwas, sondern für etwas Sinnvolles. Und jetzt haben sich in Osnabrück die Mehrheitsverhältnisse verändert und jetzt haben wir eine neue Chance, diesen Vorschlag auch zu beschließen für Payback. Ja, und in Groningen, was war da die Frage? Im Buch beschreibst du, dass also Groningen die Mobilitätswende relativ erfolgreich hinbekommen hat. Wie ist das dort gegangen? Ja, die haben es einfach gemacht. Ich frag mich was Einfacheres. Die haben ja schon vor 20, 30 Jahren mit angefangen. Im Kern haben die Stadtteile so aufgeteilt, dass man halt nicht von einem Quartier ins andere fahren kann, sondern man muss quasi immer raus, um dann ins nächste Stadtteil zu kommen. Und das hat schon mal die Neigung, im Auto in der Stadt rumzufahren, deutlich verändert. Und die haben ein großes Park-and-Ride-System angelegt, was auch richtig genutzt wird. Und dann fahren die Leute von außerhalb in die Stadt. Also Groningen ist ja auch gar nicht groß. Sie haben 150.000 oder 120.000 Einwohner. Aber das scheint dort zu funktionieren. Und das sind Sachen, da müssen wir auch hin. Also momentan würde ein Carsharing-Parkplatz, Park-and-Ride-Parkplatz hier gar nichts helfen. Die Leute fahren nicht bis zur Stadtgrenze, um dann die letzten 3 Kilometer mit dem Bus zu fahren. Also da muss man schon einen Benefit verspüren. Und da sind wir leider noch sehr weit entfernt davon. Und in den Salzburg, wenn ich das mit dem Carsharing höre, das ist schon bitter. Also da haben wir immerhin jetzt, ich glaube, 3.500 oder 4.000 Nutzer beim Carsharing. Da sind ja auch Leute, da sind viele, auch im Freundeskreis jetzt, die haben ihr Auto abgeschafft. Ja. Und wenn der Carsharing-Anbieter nicht da ist, dann wird man auch gar nicht dahin kommen. Und das ist, das muss die Stadtwerke, der Verkehrsanbieter muss das machen, professionell anbieten, die Fahrzeuge hinstellen, am besten auch im öffentlichen Raum. Und wenn das gut vermarktet ist, dann werden die Leute es auch nutzen. Ja, weil das hat so viele Vorteile, auch wirtschaftlich, ökonomisch. Ja. Meine Freundin ist jetzt gerade mit dem Carsharing-Wagen unterwegs, also, weil es einfach viel günstiger ist, diese Form, wenn man das Auto halt nicht allzu viel benötigt. Ja? Und ich sag mal, wenn ich in Salzburg arbeite und kurze Wege habe eigentlich, brauche ich kein eigenes Auto. Also rational betrachtet. Ich weiß, es ist ein emotionales Thema. Wir nähern uns dem Ende der Veranstaltung. Jetzt darf ich, Michael Koppertz, dir noch 2 Fragen stellen, bezugnehmend auf dein Buch zur Ökomoral. Du schreibst da zum einen, wenn nicht das persönliche Verhalten zur Disposition steht, sondern die Rahmenbedingungen insgesamt, sind die Menschen durchaus vernünftig. Meine Frage dazu, du sagst doch, wenn man Dinge schrittweise umsetzt, dann merken es die Leute weniger und dann ist es einmal normal. Und die zweite und die noch etwas größere Frage, du schreibst, es ist dringend notwendig zu klären, wie sich der Wohlstand bewahren lässt, auch wenn in der Republik nur halb so viele Autos fahren und wenn unsere Geräte wieder so lange halten würden wie früher. Was antwortest du da? Also, mit dem letzten muss man gleich nochmal sagen, was das andere war. Das ist natürlich bei uns eine drängende Frage. Allein jetzt die Frage mit der Elektromobilität. Da werden 1/3 der Jobs in der Automobilindustrie überflüssig. Der Elektromotor lässt sich wesentlich leichter herstellen, ein Elektroauto lässt sich wesentlich leichter warten. Also es werden auch Jobs in den Werkstätten und so weiter verloren gehen. So, was macht man damit? Und das ist halt genau das, ist Transformation. Dass halt die einen Dinge, die vergehen und andere... Carsharing, neue Mobilitätsformen, da entstehen Jobs. Und das ist wichtig, dass man das dann makroökonomisch betrachtet. Wir haben im Steinkohlebergbau hatten wir, was weiß ich, 150.000 Beschäftigte. Es gibt seit einigen Jahren, oder vor 3 Jahren wurde die letzte Grube dicht gemacht mit Steinkohlebergbau. Das hat man aber über 18 Jahre, über 20 Jahre
auf den Weg gebracht. Also mit so einem schrittweisen Fahrplan, auf den sich dann alle, die Bürgerinnen und Bürger, aber halt auch die Städte eingestellt haben. Jetzt kommt der Aufstieg aus der Braunkohle. Da sind nur noch 20.000 Beschäftigte. Jetzt schon verringert sich die Zahl der Beschäftigten bis zum Jahr 2030 von 20.000 auf 8.000 Beschäftigte. Ja, also einfach mit der Zeit verringert sich schon die Zahl der Beschäftigten. Also mit Zeit kann man viele Transformationen auf den Weg bringen, aber manchmal fehlt natürlich die Zeit. Aber deshalb, wir brauchen Antworten. Wenn jetzt die Kühlschränke und Waschmaschinen alle so lange halten würden wie die von Miele, weil wir auf europäischer Ebene beschließen, dass das die Norm wird, ja, da hat ja kein Konsument was dagegen. Das ist ja das Interessante. Ja, es wird keiner protestieren, wenn die Garantie für Handys sich auf 4 Jahre verlängert. Da schreien alle Hurra. Also brauchen wir Politiker, die das beschließen. Und was wäre die Konsequenz? Wenn die Leute ihr Handy doppelt so lange benutzen, dann würden nur halb so viel Ressourcen verbraucht. Ja? Super. Aber es würden halt auch weniger Handys gekauft. Und ich glaube, dass das makroökonomisch betrachtet alles verträglich ist, dass auch zum Beispiel die Zementindustrie durchaus vergehen kann, wenn die Holzbauweise dadurch zunimmt. Ja? Und das eine das andere kompensiert. Aber jede Branche hält natürlich an ihrem Wirtschaftszweig fest. Und das ist unsere Aufgabe jetzt zu zeigen, dass das alles insgesamt sich gut ausgeht. Ja? Und ich habe es gerade indirekt angesprochen. Also ich möchte tatsächlich, dass die Produkte, die im Laden verkauft werden, sich verändern. Und habe nicht mehr die Hoffnung, dass ich durch Appelle an die Konsumenten dafür sorge, dass sie andere Dinge kaufen und dann der Produzent anders anbietet. Ja? Und meine Erfahrung ist, dass wenn man die Produktion verändert, das ist dem Verbraucher meistens relativ egal. Das kriegt man gar nicht mit. Oder die Autos werden klimafreundlicher werden durch Standards, durch Vorgaben. Das macht die Europäische Union ja schon. Es gibt eine Vorgabe, wie viel CO2 Fahrzeuge emittieren dürfen. Und ab dem Jahr 2030 sollte das Null-Emissionsfahrzeug die Norm sein. Und dann ist es egal, was für ein Auto die Leute kaufen, ob groß, klein. Ja, die kaufen automatisch das Richtige, ohne sich bewusst für Klimaschutz zu entscheiden. Offenbar gelingt uns das nicht, sonst würden ja keine SUVs gekauft. Gut, herzlichen Dank. Ich darf jetzt noch mal hinweisen auf deine Bücher. Man bekommt sie im Buchhandel, aber wir hatten ja gedacht, dass wir vor Ort sein können. Wir haben auch einen Büchertisch hier und sollte der Lockdown wieder zu Ende gehen in Salzburg, dann da ist die Bibliothek bei uns wieder geöffnet und man bekommt die Bücher hier zu einem ermäßigten Preis sogar, weil die direkt vom Wuppertal-Institut gekommen sind. Ja, herzlichen Dank. Also für mich auch war es sehr spannend, wirklich diese Ausführungen zu Wirtschaftsförderung 4.0, viele Initiativen, die es gibt, zu professionalisieren, sie zu unterstützen, vor den Vorhang zu holen. Also wir bauen unter anderem so einen Salzburger Atlas der Nachhaltigkeit auf, Sahne, wo solche Initiativen gezeigt werden. Und da hast du uns sehr viele Beispiele gebracht. Wenn jetzt, Martina, du noch ein Schlusswort haben müsst, gerne, weil dann würde ich noch ein paar Termine ansagen, ja? Ich mag es nur ganz kurz. Danke, Herr Kopatz, für einerseits Ihre Beispiele, die Sie gezeigt haben, auch das Eingehen auf die Fragen aus dem Chat. Es zeigt mir, dass sozusagen die Themen oder das, was es braucht, am Tisch ist. Also es sozusagen, wir wissen alle, was es braucht. Es gibt viele gute Beispiele und jetzt geht es ums Tun. Und so wie die Fridays for Future Bewegung sagt, act now. Nicht lange weiter diskutieren. Es haben alle ExpertInnen das Notwendige gesagt und die Politik ist jetzt gefordert. Und das heißt, bohren harter Bretter, wenn es um Finden von politischen Mehrheiten geht, aber wir lassen nicht locker. Danke für Ihren Vortrag. Gut, danke nochmal. Ich darf noch ein paar Termine ansagen. Am 13.12. hat Stefan Waller, mein Kollege, die nächste Montagsrunde zum Thema »Wer kontrolliert die Politik?« Da ist ein Kollege der Parlamentsdirektion bei uns zu Gast. Ich darf dann am 16.12. die besten Bücher zur Klimakrise 2021 vorstellen. Ein Auftragswerk für das Land Salzburg. Mein Special Guest wird Katharina Rogenhofer sein. Dieses Buch kommt dabei auch vor. Und im Jänner geht es mit Klimawandel weiter. 17.01. Klimawandel
Risiko für das Finanzsystem, da kommt Stefan Walle, ein Kollege der Österreichischen Nationalbank. Und am 25. Jänner werden wir das Buch Klimasoziale Politik von Armutskonferenz, Attac und Beigebung vorstellen. Das heißt, das Thema Klima bleibt bei uns erhalten. Und ganz am Ende noch, Katharina Kinning und Stefan Walle machen jetzt im Auftrag des Landes gerade eine Studie über Entwicklungen für das Land Salzburg bis 2040. Und da gibt es auch einen partizipativen Teil. Auf unserer Homepage findet man einen Online-Fragebogen. Ich bitte Sie, bitte euch da reinzuklicken und das auszufüllen. Dauert ein paar Minuten. Da wird sozusagen erhoben, was Ihre Einschätzung ist, was die Zukunftsentwicklungen in Salzburg sein werden. In diesem Sinne auch aus meiner Sicht herzlichen Dank nochmals für den spannenden Abend. Und Wiedersehen.